Liebe Gemeinde, wenn ich an Johannes den Täufer denke, dann denke ich an den Gärtner in der kleinen Geschichte, die ich einmal in meinem Adventskalender gefunden habe. Auf einer Halbinsel des Comer Sees träumt die Villa Aconati einsam vor sich hin. Nur der Gärtner liegt da und er führt auch die Besucher. Wie lange sind Sie schon hier? Fragt einer der Besucher. 24 Jahre. Und wie oft waren die Herrschaften hier in dieser Zeit? 4-mal. War das letzte Mal? Vor 12 Jahren, sagte der Gärtner, ich bin fast immer allein, sehr selten, dass ein Besuch kommt. Aber Sie haben den Garten so gut instand, so herrlich gepflegt, dass die Herrschaften schon morgen kommen könnten. Der Gärtner lächelt. Oggi, Signore, oggi, heute, mein Herr, heute. Liebe Gemeinde, ich finde, diesen Gärtner und Johannes verbindet einiges. Sie haben ja nicht den dankbarsten Job, bereitet dem Herrn den Weg und macht seine Steige eben. So wird der Auftrag von Johannes bei Jesaja beschrieben. Sie kennen diesen Satz auch aus unserem Wochenspruch. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, er kommt gewaltig. Die Erwartung, der Wunsch nach der Ankunft des Retters, des Gesalbten, des Herrn ist eben nicht neu. Generationen von Juden haben darauf gewartet, Johannes auch. Und eben auch der Gärtner wartet auf seine Weise auf die Ankunft der Herrschaft. Warten, warten auf den Advent, warten auf die Ankunft des Sohnes Gottes. Das Bild vom Warten im Advent ist sehr beliebt. Entschleunigung, Ruhe und ein mach mal ein bisschen besinnlich. Warten, das tue zumindest ich nicht gerne. Meine Frau kennt das, wenn ich warten soll, dass es losgeht, dann werde ich so richtig drängelig. Warten liegt mir nicht. Warten müssen schon gar nicht. Da tut mir Johannes auch leid und Jesaja sowieso. Johannes' Erwartung ging ja zumindest in Erfüllung. Und er durfte sogar seinen Heiland Jesus taufen. Aber das lange Warten. Und dann denke ich an den Gärtner. Nicht morgen, sogar heute ist er bereit, dass seine Herrschaften kommen. Er ist bereit, das Bereitsein ist sein Beruf. Bereitet dem Herrn den Weg. Der Gärtner weiß nicht, der Gärtner wartet nicht, der Gärtner bereitet die Ankunft vor jeden Tag. Er ist bereit, auch heute. Bei dem Gärtner ist jeden Tag Advent, bei mir auch. Vorbereiten ist nicht warten, das ist wie bei einem Fest. Ein Fest vorzubereiten kann Freude machen, Vorfreude. Es kommt die Hoffnung dazu, wie es den Gästen Freude machen wird, wenn sie das Fest genießen. Bereitet dem Herrn den Weg. Der Gärtner ist ein Wegbereiter, manchmal sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Er hakt und er ebnet die Wege im Garten. Der Gärtner hat wahrscheinlich keine Zeit zum Warten, weil der Garten immer neue Aufgaben für ihn bereithält, die er nicht schleifen lässt, denn er weiß ja nicht, wann die Herrschaften dann wirklich kommen. Johannes tut das auch. Er predigt vom Reich Gottes und der Kern seiner Predigt ist dieses Jetzt. Das Heute kehrt um, lasst euch taufen, ändert euer Leben, jetzt und heute. Johannes ist ein lebendiges Reklameschild mit einer einzigen Botschaft, jetzt. Und dieses Jetzt kennt keine Gelassenheit. Johannes bringt dieses Warten zur Weißglut, erfordert Buße, nicht nur Besinnung. Buße ist Umkehr, Einsicht in das eigene Fehlverhalten. Johannes prägt den Zorn Gottes, liebe Gemeinde, der wie ein Feuer auf die Wartenden herabbeschworen wird. Um das aber auch deutlich zu sagen, Jesu Botschaft ist anders. Er redet auch von der Umkehr, auch von dem Jetzt. Gottes Reich, so sagt Jesu, beginnt hier und jetzt. Aber Jesus betont
die Gnade und die Vergebung, nicht die Schuld und die Strafe. Johannes gerät bei seiner Vorbereitung in Rage. Das muss sehr authentisch und überzeugend gewesen sein, denn viele Menschen hören ihm zu und folgen seinen Aufforderungen. Sie lassen sich taufen. Er hat selber Jünger und selbst Jesus war ein Anhänger von Johannes, bevor er sich taufen ließ und selbst anfing zu predigen. Liebe Gemeinde, wenn ich will, dass meine Frau schneller fertig wird, damit es endlich losgeht, dann bekomme ich von ihr die Antwort, wie auch Johannes sie gibt und wie sie auch der Gärtner gegeben hat. Ich warte nicht, ich tue etwas, ich bereite vor. Bring du doch schon, mach du doch auch etwas und bring schon mal den Müll raus. Tu etwas Sinnvolles, heißt das, anstatt dich über das Warten zu beschweren. Das Warten ist die falsche Einstellung im Advent. Es geht im Advent um das Vorbereiten. Der Gärtner hat seine Beschäftigung, seine Arbeit. Vorbereitung ist sein Leben, nicht das Warten. Dann hätte er große Zeit seines Lebens umsonst gelebt. Und Johannes sagt dies auch. Tut Gutes, tut Sinnvolles, lebt und wartet nicht. Bereitet euch vor, denn der Herr kommt gewiss. Wartet nicht, tut das Eure. Wartet nicht, liebe Gemeinde, denn Advent bedeutet Ankunft des Herrn. Und auch wenn die Feier des Christfestes noch ein paar Tage auf sich warten lässt, ist das keine Wartezeit, sondern die Zeit der Vorbereitung, der inneren Einkehr. Nicht Vorweihnachtszeit, sondern eben Advent. Und die Ankunft des Heilandes bei uns beginnt, wenn wir von Herzen dazu bereit sind, wie der Gärtner. Der Gärtner ist bereit. Er sagt, Oggi, o Signore, oggi, heute, mein Herr, heute. Amen. Bitte halten. Guter Gott, du bist das Licht im Dunkeln, du bist lebendiger Atem, umwerfende Hoffnung und Zukunft. Wir danken dir für diesen Advent und die Zeit des Zusammenseins. Warten ist Hoffen, wir warten auf deine Erlösung durch deinen Sohn. Himmlischer Vater, lass uns dich schauen, schenke uns Zeichen deiner Nähe, damit wir die Finsternis besiegen. Lege uns die Sehnsucht nach dir ins Herz und lass diese Sehnsucht der Motor für unser Handeln sein. Barmherziger Gott, kräftige die Hände der Müden, stärke die Schultern der Schlaffen, erfrische die Knie der Wankenden
und hebe den Blick der Ängstlichen auf zu dir. Ewiger Gott, lass dein Antlitz leuchten über uns, lass den Klang deiner Verheißung zum Takt unseres Lebens werden. Reiß uns heraus aus unserer Kraftlosigkeit und gib uns Kraft zum nächsten Schritt. Komm du uns entgegen, Gott, wenn wir uns zu dir in diesem Advent auf den Weg machen. Amen. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn da ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von guten Mächten wunderbar geworden, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. So empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.